Nun ist es soweit. Morgen muss ich fort, und das trifft mich natürlich schwer. Ich werde dir schreiben. Man muss vielleicht kein Verschwörungstheoretiker sein, um die Befürchtung zu haben, dass auch hier irgendwann mal wieder Andersdenkende, Andersgläubige, wer auch immer, verschleppt wird, in Lager gesperrt wird. Oder ist das eine obskure These? Ja, Freunde, ihr habt gesehen, zu was es kommen kann. Und das ist noch nicht alles. Mir wurde mein PayPal-Account gekündigt. Mir wurde mein Sparkassenkonto gekündigt. Als ich heute nach Hause kam, habe ich Post bekommen. Von der Postbank. Mir wurde mein Postsparbuch gekündigt, über das ich jetzt gerade von euch noch Spenden bekomme. Aber es ist noch gültig bis Mitte April. Mir wurde mein Girokonto gekündigt, auch bei der Postbank, auf das mein Gehalt geht, von dem alle meine Ein- und Ausgänge eigentlich abgehen. Und ich habe einen Brief bekommen von der Comdirect Bank. Über dieses Konto sammle ich Spenden für Birkhild, die sie auch wirklich gut gebrauchen kann. Alle drei Konten wurden mir gekündigt, wie ich heute erfahren habe. Was sagt eigentlich Artikel 3 des Grundgesetzes? Niemand darf aufgrund seiner politischen Meinung benachteiligt werden. Ja, gilt das nicht mehr? Ihr seht, es ist ernst geworden. Die Lage ist kein Spaß mehr. Ja, obwohl es albern wirkt. Und natürlich darf man auch noch lachen. Allerdings sollten wir vorbereitet sein. Deswegen eine Ankündigung für alle, die in Dresden waren. Alle, die im Kessel waren, mit mir zusammen. Von uns wurden die Personalien aufgenommen. Ich möchte euch warnen. Möglicherweise finden Hausdurchsuchungen statt bei euch. Das ist häufiger schon passiert. Bei mir noch nicht, aber ich rechne auch damit. Guckt doch mal, vielleicht habt ihr irgendwie Sprengstoff zu Hause. Schafft ihn besser weg. Es ist sowieso verboten. Bereitet euch vor. Wir sind mittlerweile in einem offenen Konflikt. Wir leben in keinem Rechtsstaat mehr. Die Zeiten sind vorbei. Wenn sie jemals da waren, ich meine nach 45, nach 33. Also nach 1918, 14. Puh, ja, gute Frage. Wann war der letzte Rechtsstaat eigentlich hier? Wir haben keinen Rechtsstaat und das ist offensichtlich jetzt. Wir müssen die Grundrechte verteidigen, denn die stehen gerade zur Disposition. Die sind in Gefahr. Was in Berlin passiert ist am Samstag auf dem Frauenmarsch, was in Dresden passiert ist beim Gedenken am 17., aber auch am 13., aber auch am 10. Februar, hat alles mit dem Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Es ist die gegen uns. Die Organe, die Trupps der Bundesrepublik gegen uns aufrechte Deutsche, gegen uns liebende Menschen, gegen uns friedfertige Menschen. Diesen Kampf, den sehen wir gerade, den erleben wir. Wir sind Teil dessen. Das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Wir leben mittlerweile nicht mehr in friedlichen Zeiten. Trotzdem, ich bin mir sicher, wir werden friedliche Zeiten erleben. Wir haben sie vor uns. Denn die Liebe und der Zusammenhalt unter uns ist viel, viel größer als der Hass und die Spaltungsfähigkeit derer. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Also, ich freue mich, euch demnächst wiederzusehen. Ich bin noch mal ein bisschen unterwegs in Deutschland und werde viele Menschen treffen. Ihr könnt daran teilhaben. Ich werde das natürlich regelmäßig hochladen. Falls mal ein Tag kein Video kommt, nicht verzweifeln. Wahrscheinlich lebe ich trotzdem noch und wahrscheinlich wird am nächsten Tag dann eins erscheinen. Dankeschön. Euch alles Gute. Wohlan, denn Volk. Erheb dich und gesunde.